Ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Mal zur neuen Folge von Railway Empire mit Fabian LP. Und zum zweiten Mal erzähle ich gleich. Heute spielen wir wieder eine Kampagne. Das Kapitel Nummer 2. Wir haben in der letzten Folge das Kapitel 1 abgeschlossen. Und wir fangen hier bei 18:30 an, die Anfänge. Dieses Kapitel handelt davon, wie die Eisenbahn bescheiden beginnt, aber schnell das Transportwesen der USA revolutioniert und den Industriezentren der Ostküste zu Wohlstand verhilft. Während du dein erstes Eisenbahnimperium aufbaust und deine Gleise immer weiter nach Westen an die großen Seen heranführst, lernst du auch das Wirtschaftssystem von Railway Empire besser kennen. Philip Evan Thomas, der bekannte Eisenbahnenthusiast aus Baltimore, wer kennt ihn nicht? Ich natürlich, ist dabei an deiner Seite. So, und wir können hier auswählen. Streckennetz einfach und Pausenmodus machen wir manuell. Wir kriegen da nur auf der Schlussskala einen Abzug und können nicht Präsident werden, aber ganz ehrlich, interessiert mich nicht groß da. Haben wir ja schon erreicht, Präsident. Ich glaube nicht, dass man jeden Präsident erreichen muss. Start können wir nur in Baltimore. Wir haben zwei Konkurrenzen und es geht los. Na los, Zeit ist Geld. Wir können nur ihn wählen, deshalb Roger Roger ist wieder am Start. Ich weiß, ich könnte den Namen ändern, aber jetzt kommt erstmal die Story. 1830 die wohlhabenden Industriezentren der Ostküste nur schlecht mit dem Landesinneren verbunden. Ungenügend ausgebaute Zollstraßen oder langsame Schifffahrtskanäle waren die einzige Möglichkeit, längere Strecken zu überwinden. Farmer, Geschäftsleute und Reisende beklagten diese langsamen, mühevollen und vor allem unsicheren Transportwege. Sie waren nicht nur eine Unannehmlichkeit für Reisende, sondern auch Fessel für den Wachstumshunger einer aufstrebenden Nation. Doch eine Entwicklung aus England machte in diesen Tagen ihre ersten bescheidenen Gehversuche und barg für viele Städte des Ostens die Hoffnung auf größeren wirtschaftlichen Einfluss und Wachstum. Ja, und da sind wir jetzt nun. Oder wir gleich lossprechen. Ich bin Philip Evan Thomas. Es war schon immer mein Ziel, eine Eisenbahn bis zum Ohio-Fluss und darüber hinaus zu bauen. Das würde allen Menschen helfen, den Siedlern wie den Ureinwohnern. Und dabei brauche ich deine Hilfe. Zunächst habe ich zwei Aufgaben für dich, durch die du eine Basis errichtest, von der aus wir die weiteren Maßnahmen überwachen können. Aber wie ich damals schon als Bankangestellter gelernt habe, die Kasse muss immer stimmen. Achte also darauf, schon bei diesen vorbereitenden Aufträgen einen Gewinn zu erwirtschaften. Genau, das ist eigentlich alles, was er sagt. Hier ist Baltimore, unser Bahnhof. Und das habe ich gar nicht gesehen bisher. Da steht sogar der Name dran. Das ist cool. Okay. Ich möchte schnell um die Karte gehen, denn wir haben die noch nicht gesehen bis jetzt. Wir haben hier sehr viel Atlantik. Wir haben hier Jacksonville, Charleston, Augusta und Charlotte, wo schon ein Konkurrent von uns ist. Da hinten haben wir Atlanta. Montgomery haben wir da. Knoxville, Louisville und Indianapolis kennen wir schon. Da seht ihr, und auch Grand Rapids, die Karten überschneiden sich. Was mir gerade auffällt, hier fehlt der Tierbetrieb, der hier ist, den wir immer hier wieder kaufen sollten. Toledo haben wir hier. Pittsburgh, Buffalo, Syracuse, aha, Albany, Albanien und New York. Da ist auch ein Konkurrent und wir sind hier in Baltimore. Wir haben zum Anfang zwei Aufgaben, nämlich Baltimore mit Washington verbinden und drei Landbetriebe ans Streckennetz anschließen. So, jetzt schnell, warum ich es zweimal gespielt habe. Weil wir haben so weit gespielt. Boah, jetzt muss ich fast husten. Aber fast. Wir haben so weit gespielt und dann ist das Spiel abgestürzt. Also sobald ich beginnen wollt. Und deshalb möchte ich es jetzt speichern als Kampagne 2, so, damit ich es nicht noch einmal von vorne aufnehmen darf. Und wir beginnen jetzt, wir haben damals mit einem mittleren Bahnhof hier begonnen, so gesetzt.
Und dann ist es abgestürzt. Also gerade dann. Mehr habe ich nicht gemacht. Muss aber sagen, es stürzt hier sehr selten ab. Also ist überhaupt nichts Schlimmes. So. Oh, was schwimmt denn da für ein neuer Fisch in unserem Teich? Ich grüße dich aus dem schönen Charlotte. Wie war nochmal dein Name? Ja, muss dich gar nicht interessieren. Nicht wahr? Na, so siehst du auch aus. Melde dich einfach, wenn du beim Anschieben deiner Züge Hilfe brauchst. Wahahaha. Die Konkurrenz wieder mal. Wir produzieren hier Milchprodukte, die die Stadt sogar braucht. Damit wir uns verstehen, ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Doch du bist nicht von hier und New York ist meine Stadt. Da mach ich die Geschäfte. Ich bestimme, wann die Züge rollen, wohin sie rollen und warum sie das tun. Solange du mir nicht in die Quere kommst, bleibt zwischen uns alles sauber. Ja, da wollen wir doch noch sehen dann. Soweit. Ach, schlechte Presse. Wer liest denn heutzutage noch Zeitung? Wie ich sehe, haben sich unsere beiden Konkurrenten bei dir vorgestellt. Sie haben unterschiedliche Vorgehensweisen und werden sich daher auch gegensätzlich verhalten. Grundsätzlich wollen sie aber genau wie du ihr Streckennetz erweitern und Profit machen. Soll ich mir... Also sei auf der Hut und lass dir nichts wegschnappen. So, als Gag würde ich jetzt gerne mal, gerade mal ihn fusionieren und aufkaufen. Das wäre eigentlich das Beste. Wartet mal, geht das? Es wäre doch sehr interessant, wenn ich jetzt hier fusioniere. Ah ne, oder wenn ich zuerst die Aktien kaufe, kostet das 1,4. Ja. Komm, wir kaufen die mal absichtlich. Wenn du genug Aktien deines Konkurrenten besitzt, kannst du mit ihm fusionieren und dir seine Strecken und Gebäude einverleiben. Dein Konkurrent ist damit für immer aus dem Geschäft. So, hat sich erledigt. Danke für das Vertrauen. Such dir schon mal ein schönes Plätzchen bei den Fischen. Und tschüss. Den haben wir schon mal rausgekickt. Und eigentlich, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Geld hätte, könnte ich sie auch noch aufkaufen. Aber wir müssen ja jetzt Landbetriebe anschließen. Und da sollten wir aufhören, solche Dinge zu machen. Denn wir müssen jetzt Landbetriebe. Ich frage mich gerade, welche. Also hier ist Zucker. Ja, Zucker wäre natürlich eine gute Gelegenheit hier. Ja, dann haben wir schon einen Konkurrenten weniger. Ich weiß, nicht so die schöne Art. Irgendwie fand ich es gerade cool, dass es gerade freigeschaltet schon ist. Ist irgendwie ein bisschen komisch eigentlich. So. Und dann setzen wir da oben noch Holz. Dass wir in die andere Stadt fahren, glaube ich. Ich habe blöderweise habe ich da den Haken geklickt und deshalb hat es dann alle seine Dinge schon verkauft, die er gebaut hat. Das war blöd. Denn ich habe jetzt eigentlich Geld in was investiert, was wir gar nicht brauchen können. Naja. Vielleicht hat es ja irgendeinen Vorteil später. So, da machen wir nur Fracht. Aber andererseits, ich habe ja von ihm wiederum 800.000 zurückbekommen. Und ja, dazu noch die Dinge, die er noch verkauft hat. Also, viel haben wir nicht verloren, glaube ich. Okay, Holz wird jetzt da runtergeführt. Und brauchen wir hier Milch? Brauchen wir, ja. Das schließe ich ans Gleis von New York an. So, den mag ich jetzt. Den mochte ich überhaupt nicht leiden, so wie der getönt hat. Der war doch mal kriminell früher. Je größer eine Stadt wird, desto größer werden auch ihre Ansprüche.
Irgendwann reichen die Waren aus dem direkten Umland nicht mehr. Gut, dass die Eisenbahn da Abhilfe schaffen kann. Wähle nun Baltimore an, um dir diese Stadt genauer anzusehen. Okay, also, wir haben die beiden Aufgaben erfüllt und sollten uns jetzt Baltimore anschauen. Baltimore, wo unsere Firma ihren Hauptsitz hat, verfügt über eine große Kleidungsindustrie. Daher benötigt die Stadt eine konstante Versorgung mit Stoffen. In New York wiederum wartet die modebewusste Kundschaft auf die Lieferungen der fertig geschneiderten Waren. Richte eine Zuglinie zwischen Baltimore und New York ein, damit die in Baltimore produzierte Kleidung nach New York geliefert werden kann. Wie wenn ich das noch nie gemacht hätte? Da ist ja sogar ein Expresszug unterwegs. Da. Du musst zuerst mal ein bisschen Stoff produzieren. Gib mal Stoff. Das ist eher das Problem. Jetzt zeige ich dir schon, wie das geht. Hier hinten ist Stoffproduktion. Denn New York, wo der Stoff gebraucht wird, die brauchen erst Stoff ab 55.000 Einwohner. Und aktuell haben sie 30.000. Was mich überrascht, hier sind zwei Fabriken. Gut, hier haben wir 50.000 Einwohner, sag ich mal. Ich hab doch... Ah, New York! Ach so, oh. Okay, ich habe nichts gesagt. So. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Und jetzt seht ihr, jetzt würde der andere uns schon anschnauzen, wenn wir jetzt kommen. Diese Entscheidung ist überdenkenswert. Warum? Da ist ja keiner. Jetzt natürlich die Frage, wir fahren gleich über den. Interessante Musik, die habe ich noch nie gehört. So. Machen wir es so und dann zurück dahin und dahin. Von New York nach Baltimore, nach zur Nolan-Zucht und nach New York. Dann haben wir die nämlich gerade mit Milch versorgt. Ich werde dich nun in deine Pflichten entlassen. Bleibe wachsam. Ich werde ab und zu deine Fortschritte überprüfen. So, wir haben jetzt weitere Aufgaben. Baltimore mit Pittsburgh verbinden. Pittsburgh mit 10 Ladungen Baumwolle. New York mit 20 Ladungen Bekleidung beliefern. So, da kommt der Sound, aber der stimmt nicht, weil wir haben ja schon mehr. Ich habe ja schon mal aufgenommen, sage ich mal. Okay. Und Pittsburgh mit Baumwolle. Nee. Doch, mit Baumwolle, die hier ist. Dann würde ich doch mal hier einen Bahnhof bauen. Und den da anschließen, so. Und dann auf dem anderen Gleis. Das wird teuer. Das wird sehr teuer. Da müssen wir, glaube ich, zuerst ein bisschen zusammensparen. Ne, das ist falsch. Einen Moment hier. Nur Fracht. So. Gut. Dann darf er jetzt loslegen. Darf hier die Baumwolle mitnehmen nach Pittsburgh. Hier dann das Ganze versorgen. Wir arbeiten jetzt also schon an diesem hier und das da unten auch schon, weil ein bisschen Bekleidung wurde ja schon produziert. Und haben 2 Jahre Zeit, Baltimore hier mit Pittsburgh zu verbinden, aber hier sind sehr viele Felsen. Da gehe ich mal eher so vor, dass ich da mal, ja, wenn ich so mache, 2,5 Millionen. Hier bis hierhin 98.000.
So, 200.000. So, passt doch. Jetzt kann ich mir nur keinen Zug mehr leisten, aber ja, immerhin eine Aufgabe erfüllt. Und ich stelle mal die Zeit ein bisschen hoch. Es scheint mir so, als hätten wir wenig Aufgaben. Oder dann, es kommen immer mehr Aufgaben dazu. Ich glaube, es ist eher das. Also ich glaube nicht, dass wir das hier in einer Folge abgeschlossen haben. Hier hinten hätten wir wiederum dann eine Möbelfabrik und auch eine Bauholzfabrik, die Holz braucht. Und das ist ja hier sehr nahe. Aber ich kaufe jetzt zuerst den Zug. Das ist jetzt wichtiger. So, von Baltimore nach Pittsburgh. Der lädt hier sofort ein. Er lädt Post ein. Bisschen Fleisch. Hier. Und fährt los. Und da fahren wir doch mal mit. Denn wir sind es uns gar nicht gewohnt, so viele Bäume zu haben hier. Und was wir uns auch nicht gewohnt sind, mit 23 km/h rumzufahren. Na, die Bäume, die würden natürlich ein bisschen hochwertiger gehen. Auf jeden Fall. Aber man sollte auch nicht zu viel erwarten. Also, eigentlich ist es schon eine stimmige Welt. Obwohl ich auch hier nahe ranzoomen kann, dann sieht man schon, dass die jetzt nicht so... Oh, was gibt's denn hier? Blattfederung. So, mehr biete ich nicht. Also ist auch hier die Forschung wieder aktiviert, hä? So wie es aussieht schon. Bestimmt wieder nur eines deiner kleinen Versehen. Aber kann es sein, dass du gerade auch ein Gebot abgegeben hast? Ja, habe ich. Also, ich möchte mal noch das freischalten, damit wir uns dann später die neue Lokomotive hier leisten können. Umsiedlungsgesetz wurde beschlossen. Okay. So, und jetzt gilt es eigentlich nur noch ein bisschen abzuwarten. Wir haben schon 10 Ladungen Baumwolle beliefert und müssen jetzt darauf warten, dass hier, wo jetzt sehr viel Stoff bereit liegt, der Stoff hier... Wenn du mit deiner Zuglinie die Kleider von Baltimore transportierst, trägst du maßgeblich zum Wachstum dieser Branche bei. Mantelaffe. Davon profitieren alle. Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. Oh. Hat schon einer gesehen, dass wir null Versorgungstürme haben? Hier einen hin. Da einen hin. Und hier in Baltimore würde ich dann auch noch den Bahnhof ausbauen. Ausgezeichnet. Kostet aber zu viel. Die Einstellung von Zugpersonal führst du über den Personaldialog durch. Anschließend musst du die Zugdetails eines ausgewählten Zuges aufrufen, um das Personal zuzuweisen. Öffne nun die Zugdetails deines wichtigsten Zuges und weise diesem einen Lokführer und einen Heizer zu. Du hast kein Vorrecht für Städte, Farmen oder Minen. Natürlich sinken deine Transporteinnahmen, wenn deine Konkurrenten diese an ihr Streckennetz anschließen. Die hat keine Lust hier. Gleise, Lokomotiven, Gebäude und Bargeld erhöhen den Unternehmenswert. Und je höher dieser ist, desto höher ist auch der Aktienkurs deines Unternehmens. So. Gut, alle eingestellt, hoffe ich. So wie andere Firmen Aktien von dir erwerben können, bist du in der Lage, welche von ihnen zu kaufen. Wenn du das tust, profitierst du am Erfolg des Kontrahenten mit. Einen solchen Kauf sollst du nun über den Unternehmensdialog tätigen. Mit einer Investition in mein Unternehmen machst du nichts falsch. Jetzt würden wir nicht mehr weiterkommen, wenn ich sie auch schon aufgekauft hätte. Das wäre jetzt so die Sache. Naja, ich habe jetzt ein bisschen Aktienanteile gekauft. Das sollte unter uns bleiben, weil das, nun ja, nicht ganz legal ist. Aber wir müssen uns alle Optionen offen halten. Ein Saboteur hat sich bei dir beworben. Wenn du ihn auf einen Konkurrenten ansetzt, richtet er bei diesem Schaden an.
Dadurch kann auch sein Aktienkurs sinken. Oh je, da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben. Du musst keine Saboteure einsetzen, um besser als deine Konkurrenten dazustehen. Auch auf klassischem und legalem Weg kannst du ihnen beikommen. Schau dir an, welche Strecken lukrativ sind und sorge dafür, dass du dort zum wichtigsten Transporteur wirst. So, der Stationsvorsteher. Dein Konkurrent Don Lorenzo ist übrigens sowas wie ein Unterweltboss. Du kannst dir vorstellen, dass er gute Verbindungen zu Banditen und Saboteuren hat. Es fällt ihm daher deutlich leichter, solche Typen einzusetzen. Ja, den haben wir schon lange außer Betrieb gesetzt. Der hat ja hier nicht mal den ersten Tag erlebt. Ehrlich gesagt, also der ist ja null Gefahr, ist der. So, und hier noch ein Versorgungsturm. Und den Bahnhof hier sollten wir vielleicht... Ah ne, wir wollten ja im anderen Bahnhof eines errichten. Wir haben noch keines. So, hier ein Wartungsgebäude hin. Und der Saboteur, der ist noch ein bisschen teuer, glaube ich. Genau. Ah, der geht sogar hier. Geht sogar. Naja, wir spielen hier weiter in der nächsten Folge. Wir müssen noch New York. Sehr gut. Du hast nun dein erstes Aktienpaket eines Kontrahenten in deinem Besitz. Oh, nee, wir haben es gerade geschafft. Ausgezeichnet. Nee, du hast einen Konkurrenten beseitigt und übernimmst all seine Strecken und Gebäude. Baltimore wendet sich ab. Die wichtigsten Aspekte deiner Arbeit dürftest du nun gelernt haben. Ich werde dich nun in deine Pflichten entlassen. Bleibe wachsam. Ich werde ab und zu deine Fortschritte überprüfen. Dieses Ziel haben wir einfach instant erfüllt. Wen interessiert, was in diesen Schmierblättchen steht, nicht wahr? 1845 kaufe das Unternehmen eines Konkurrenten auf. Fertig. Eines Tages wird die Eisenbahn sogar bis zur Westküste reichen. Jeden Tag werden gewaltige Menschenmassen aufbrechen, um das ganze Land zu durchqueren. Und die Züge werden immer schneller werden. Schau mich nicht so an. Wir können die Zukunft nicht aufhalten. So, sie hat auch 3 Städte miteinander verbunden. Und weiter geht's in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.